Wir schauen nach Frankfurt an die Börse. Sina Meinitz, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Also eigentlich, ja, wir sind natürlich immer beherrscht momentan von der Ukraine-Krise. Hatte die Autobranche mit so etwas wie Frühlingsgefühlen gerechnet und im Wetterbericht funktioniert es, aber im Wirtschaftsbericht anscheinend nicht so ganz. Wie wirkt sich denn diese politische Unsicherheit in der Ukraine auf die Kurse der Autohersteller aus? Ja, also kaum freute man sich, dass die Absatzkrise innerhalb Europas offenbar der Vergangenheit angehört, versalzt diese Krim-Krise den deutschen Autobauern die Suppe. Werfen wir mal einen Blick auf die Kursentwicklung in dieser Woche. Die Aktien von BMW und Volkswagen verlieren teilweise mehr als 1%. Einzig Daimler kann sich noch im Plus behaupten. Russland ist für Volkswagen Wachstumsmarkt Nummer 1 in Europa. Im Werk Kaluga werden der Tiguan und Polo gebaut. Doch wenn der Rubelkurs verliert, verlieren auch die Russen das Interesse an neuen Autos. Durch politische Unsicherheiten werden auch Investitionen deutscher Mittelständler auf Eis gelegt. Die großen Konzerne können das dann auch eher verschmerzen, weil sie breit aufgestellt sind. Ihren Fokus können sie dann zunächst in eine andere Richtung lenken. Die kleineren Unternehmen haben aber da schon mehr zu knabbern. Auf ein großes Unternehmen. Ich habe was Schönes gelesen, Sina, nämlich Kulturwandel bei der Deutschen Bank. Ich dachte immer, das ist ein Geldhaus. Also man will da ein neues Image anstreben, muss man ja auch dringend. Und das heißt, es ginge ganz gut voran. Die beiden Chefs könnten das. Und wir fragen uns natürlich, gibt es da irgendwelche Anzeichen dafür? Naja, also auch bei der Deutschen Bank muss man offenbar immer mit Unvorhergesehenem rechnen. So sei das Umfeld nicht so stabil geblieben, wie die Bank es erwartet habe, heißt es aus den Zwillingstürmen hier in Frankfurt. Um die Ziele für 2015 zu erreichen, will man nun noch einen Zahn zulegen. Die Produkte und Leistungen sollen schneller angepasst werden. Außerdem hat die Deutsche Bank eine externe Beratungsfirma eingestellt, die vergangene Manipulationen genauer untersuchen soll. Schrittchenweise geht es voran, doch auch hier braucht man wohl noch etwas Geduld und so ein Kulturwandel, der kommt nicht über Nacht. Und darunter verstehen offenbar auch gar nicht alle das Gleiche. Laut Wirtschaftswoche streiten sich innerhalb der Bank wohl die Banker in London mit denen hier in Frankfurt. Die Londoner fordern höhere Boni, doch darin sehen die Frankfurter die Glaubwürdigkeit gefährdet, natürlich im Zusammenhang mit dem Kulturwandel. Ja, es ist ja schließlich die Deutsche Bank. Wir kommen mal zum Sport, Sina. Schauen auf Adidas und auf die Jahreszahlen. Wie sehen die denn aus? Auch die können sich eigentlich sehen lassen. Die Marke mit den drei Streifen hat letztes Jahr zwar einen Rekord erwirtschaftet, ist aber trotzdem hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Unterm Strich bleiben Adidas 787 Millionen Euro Gewinn. Die Dividende wurde auf 1,50 Euro erhöht, doch da wurde 1,54 erwartet. Der Ausblick für 2014 ist aber optimistisch. Da erwartet man in Herzogenaurach mindestens 830 Millionen Euro Gewinn. Es steht ja auch wieder ein Fußball-Weltmeisterschaftsjahr bevor. Das dürfte sich mächtig in der Kasse bemerkbar machen, doch momentan ist davon wenig zu spüren. Auch Adidas leidet unter der Krim-Krise. Der Sportkonzern ist Marktführer in Russland und der Ukraine. Der Verfall des Rubels trifft Adidas. Pro Jahr fließt normalerweise 1 Milliarde Euro aus Russland Richtung Herzogenaurach. Momentan fließt da aber weitaus weniger. Wir bleiben beim Sport. Und ich frage mich und frage dich, wie geht es dem sportlichen DAX? Gucken wir mal, ob er die Hürden nehmen kann. Also gestern war ja ein Traumtag, nicht nur beim Wetter, sondern auch beim DAX. Fast 2,5% konnte er draufpacken. Heute sind die Vorgaben ganz ordentlich. Also die Hürden wurden alle mit Bravour genommen, von Dow Jones, Nasdaq und Nikkei, alle im grünen Bereich. Ganz anders dagegen, der DAX, der ist hauchdünn im Minus mit 9.567 Punkten. Ja, nach dem Plus von gestern dürften Anleger heute Gewinne mitnehmen und das Geld vielleicht einfach mal bei diesen frühlingshaften Temperaturen schon mal in Eis investieren. Ja, also Eis ist noch ein bisschen lang hin. Wir bleiben noch mal beim Sport. Zum Schluss gehen wir zum der Frage, was machst du heute Abend? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich gehe zum Yoga, ganz entspannt. Fußball gucken, Sina. Dankeschön an die Börse nach Frankfurt. Gerne. Tschüss. Tschüss.